Tagesordnungspunkt 48. Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Hier gibt es zwei Wortmeldungen. Wir beginnen mit Frau Staatsministerin Höfken aus Rheinland-Pfalz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Herren Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen heute die erste Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes. Zurückzuführen ist die Änderung auf die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss im Dezember des letzten Jahres. Und dies ist heute ein guter Tag, wo wir diesen Kompromiss beschließen. Die Einführung eines nationalen Brennstoffemissionshandelssystems für die Sektoren Wärme und Verkehr wurde ab 2021 beschlossen. Teilnehmer am nationalen Emissionshandel sollen die Inverkehrbringer der Brenn- und Kraftstoffe sein. Das System hat allerdings schon Brüche bei der Einführung. Während der Einführungsphase von 2021 bis 2025 soll ein Festpreissystem eingeführt werden, bei dem die Emissionszertifikate an die Verantwortlichen verkauft werden. Schon damals haben wir daran Kritik geäußert, warum ein derartig bürokratisches Konstrukt, dem auch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken gegenüberstehen. Aber viel schlimmer für die Umwelt- und Klimapolitik war der Einstiegspreis, der von der Bundesregierung vorgeschlagen worden war. Für das Jahr 2021 sollte dieser 10 Euro betragen. 10 Euro. Mit Verlaub, ein Einstieg mit 10 Euro in Bundestagswahl 2021, das wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Der Festpreis war deutlich zu niedrig und große Proteste fanden dann statt, der Zivilgesellschaft, aber auch der Unternehmen von Fridays for Future. Und es ist auch Erfolg der Länder und vor allem auch ein grüner Erfolg, dass im Vermittlungsausschuss ein höherer Einstiegspreis festgelegt wurde. Nun beginnen wir im Jahr 2021 mit einem CO2-Preis von 25 Euro für die Bereiche Wärme und Verkehr. Darüber freue ich mich sehr, denn das ist ein realer Einstieg. Aber, das wissen wir auch, das ist immer noch viel zu wenig, denn wir alle kennen ja die Berechnungen beispielsweise des Umweltbundesamtes zum ermittelten notwendigen CO2-Preis. Und ich hätte mir natürlich auch damals mehr gewünscht im Vermittlungsausschuss. Wir alle wissen, wie hoch die Kosten einer Tonne CO2 wirklich sind und dass wir gerade im Interesse des Klimaschutzes, aber wie auch unserer Wirtschaft, eine deutlichere Lenkungswirkung brauchen, um die Wettbewerbsfähigkeit der innovativen Transformationsmaßnahmen auch zu schaffen. Ja, und die Verursacher der Emissionen müssen auch stärker in die Verantwortung genommen werden, zum Beispiel für die Finanzierung unserer stark gefährdeten Wälder oder des sozialen Ausgleichs und zur Senkung des Strompreises. 25 Euro kann also nur ein Einstieg sein, der viel früher, viel stärker ansteigen muss, als es derzeit vorgesehen ist. Das erfordert schon die Anhebung der europäischen Klimaschutzziele auf 55%. Und das wird auch von der Wirtschaft so gefordert. Dennoch kann ich hier einen kleinen Erfolg verbuchen und freue mich, dass wir nicht bei den mickrigen 10 Euro gestartet sind. Ja, doch die Kritikpunkte am Ursprungsgesetz der Bundesregierung bleiben weiterhin bestehen. Meines Erachtens ist wegen des Festpreissystems auch der Begriff des nationalen Emissionshandels eben irreführend, wird doch bis Ende 2025 gar nicht mit Zertifikaten gehandelt. Und dass es später Höchstpreise geben soll, ist auch das falsche Signal, denn so kann ein Zertifikatehandel seine Lenkungswirkung ja nicht entfalten. Und eine angemessene CO2-Bepreisung muss anders aussehen. Über die Einführung einer CO2-Bepreisung hinaus ist eine systematische Reform des bestehenden Systems aus Abgaben und Umlagen sowie der Abbau klimaschädlicher Subventionen nach wie vor erforderlich. Auch hierauf warten wir schon lange auf Vorschläge von seitens der Bundesregierung. Es gibt immerhin 50 Milliarden Euro klimaschädliche Subventionen in Deutschland. Gerade jetzt während der Corona-Krise sollte man hier diese Mittel anders
einsetzen, das sind fehlgesteuerte Finanzmittel. Ja, nichts Geringeres als das Übereinkommen von Paris bildet für all unsere Bestrebungen im Klimaschutz seit 2015 die völkerrechtliche Grundlage. Dazu viele Beschlüsse auf den Länderebenen, den nationalen Ebenen und der EU-Ebene. Mit der Änderung des ersten Gesetzes des Brennstoffemissionshandelsgesetzes wird das Pariser Abkommen noch nicht eingehalten werden können. Aber es ist ein guter erster Schritt. Wir müssen schneller und wirksamer werden mit den Maßnahmen, um die Klimakrise zu verhindern. Vielen Dank. Besten Dank Ihnen. Als nächstes spricht Herr Staatsminister Al-Wazir aus Hessen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir alle hatten in den letzten Monaten anderes im Kopf, weil uns eine neue große Krise überrascht hat. Aber das heißt ja nicht, dass die anderen großen Krisen verschwunden wären. Also die Klimakrise ist ja nicht in Quarantäne gegangen, sondern sie ist weiter da. Und dementsprechend ist das heute eine wichtige Entscheidung, die wir treffen. Und manchmal kommen die großen Entscheidungen ohne große Aufmerksamkeit daher. Ich glaube, an dieser Stelle ist das, was wir hier heute beschließen, sozusagen ein Einstieg in eine völlig neue Form auch der Klimaschutzpolitik. Es ist ein Paradigmenwechsel, weil erstmalig CO2 in allen Sektoren einen Preis bekommt. Wir haben ab dem 01.01.2021 auch in den Sektoren Verkehr und Wärme einen CO2-Preis, zunächst als Aufschlag auf die Energiesteuer und dann in einem eigenen nationalen Emissionshandel. Aber bevor ich weiter auf die Inhalte eingehe, will ich noch mal ein bisschen zurückschauen auf die Genese des Gesetzes, weil das Brennstoffemissionshandelsgesetz, ein sperriger Name, wird ja jetzt erstmals novelliert, bevor es erst überhaupt in Kraft getreten ist. Und das hat eine Vorgeschichte. Und die Vorgeschichte war ein Vermittlungsverfahren, was wir hier vor ungefähr einem Jahr begonnen und im letzten Dezember schon abgeschlossen hatten. Es war ein Ergebnis eines Vermittlungsausschusses, das eigentlich sich um etwas anderes drehte, um das Klimasteuergesetz. Sie erinnern sich an die Debatte zum Beispiel um die Pendlerpauschale. Und am Ende stand dann ein Kompromiss, wo die Bundesregierung zusicherte, dass das bereits verabschiedete Brennstoffemissionshandelsgesetz novelliert wird und auch die Mehrheitsfraktionen des Bundestages dies zugesichert haben. Das liegt uns heute vor. Soweit, so normal in Deutschland. Weil ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, ich empfinde es als ausgesprochen beruhigend, dass in Deutschland politische Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung, den Mehrheitsfraktionen des Deutschen Bundestages und den Ländern im Bundesrat dann auch selbstverständlich so umgesetzt werden, wie sie verabredet wurden. Das kommt uns hier völlig selbstverständlich vor, aber playing by the rules in einer Demokratie ist leider, wenn wir uns ein bisschen umschauen, nicht mehr selbstverständlich. In Großbritannien wird ein Gesetz verabschiedet von der dortigen Regierungsfraktion, die klar gegen den völkerrechtlich ausgehandelten Vertrag über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU verstößt. Oder wenn Sie sich die Berichte über die Besetzung des obersten Verfassungsgerichts in den USA betrachten, wo dann eine republikanische Mehrheit genau umgekehrt agiert als vor 4 Jahren, als der Präsident noch anders hieß, dann kann ich sagen, es ist gut und ich bin dankbar dafür, dass wir in Deutschland eine politische Kultur haben, die wirklich sagt, Verträge sind einzuhalten. Und eines will ich auch noch erwähnen, die Verhandlungen damals im Vermittlungsausschuss haben gerade mal einen Monat gedauert. Das zeigt, wenn ein ernsthaftes Interesse bei allen Beteiligten da ist, dass ein Kompromiss in der Sache gefunden werden muss, dann finden wir den auch und genau dieser Geist war zu spüren. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz wird verändert. Wir hatten eine erste Variante
alleine von der Großen Koalition im Bundestag beschlossen, die den Einstiegspreis auf 10 Euro pro Tonne CO2 festgelegt hat, damals geplant in einer Steigerung auf 35 Euro die Tonne bis 2025. Das ist, wenn man es dann mal umrechnet, diese 10 Euro pro Tonne, beispielsweise bei Benzin 2,37 Cent pro Liter oder bei Diesel 2,65 Cent je Liter, das ist an den Tagesschwankungen, sozusagen teilweise an den Stundenschwankungen an den Tankstellen gar nicht zu merken. Und insofern haben wir in den Vermittlungsverfahren erreicht, dass das verändert wird, dass wir mit 25 Euro die Tonne beginnen und dann bis 2025 auf 55 Euro ansteigen. Was wir vor einem Jahr noch nicht wussten, ist, dass die Corona-Krise dafür gesorgt hat, dass der Ölpreis deutlich gesunken ist. Dass wir auch noch nicht wissen konnten vor einem Jahr, ist, dass wir eine Umsatzsteuersenkung haben jetzt in diesem Halbjahr von 19 auf 16 Prozent. Das heißt, wir werden am 01.01.2021 sowohl eine Rückkehr zu den 19% Mehrwertsteuer haben, als auch den Einstiegspreis, sodass ein Liter Diesel dann am 1. Januar um rund 10 Cent teurer wird. Aber Achtung, wir liegen derzeit bei rund einem Euro, so niedrig wie seit langem nicht mehr, weit, weit entfernt von historischen Höchstständen, als der Ölpreis ungefähr dreimal so hoch war. Und dementsprechend ist das zwar ein Sprung, aber ein Sprung, der aus meiner Sicht auch gut verkraftbar ist. Und ja, gerade Geringverdienerinnen und Geringverdiener, die sich kein neues und sparsameres Auto leisten können, werden das auch merken. Gleichzeitig haben wir im Vermittlungsverfahren ja nochmal dafür gesorgt, dass es auch eine Entlastung von der EEG-Umlage gibt, die auch gerade wieder in diesem Bereich für eine Entlastung sorgen und im Übrigen an dieser Stelle auch völlig richtig sind systematisch, weil ja inzwischen die Hälfte ungefähr des Stroms CO2-frei ist. Das heißt, dass wir am Ende an dieser Stelle in Richtung Elektrifizierung gehen. Das wird am Ende auch helfen. Wenn wir als Gesellschaft die Klimaschutzziele ernst nehmen, dann wird das nur gelingen, wenn CO2 einen Preis bekommt, der aufwächst, der planbar aufwächst, während bei den umweltfreundlichen Alternativen Entlastungen erfolgen. Das ist im Übrigen das Prinzip auch der ökologischen Steuerreform von vor 20 Jahren. Leider muss man sagen, ist dann seit dieser Zeit nicht mehr viel passiert. Dies wird sich jetzt verändern. Zum Abschluss noch eine Erinnerung daran, dass die CO2-Bepreisung ja als ein Aufschlag auf die Energiesteuern beginnt, ab dem Jahr 2026 dann in einen nationalen Emissionshandel übergehen soll. Und es gab durchaus unterschiedliche Meinungen über die verfassungsrechtliche Zulässigkeit des Ganzen. Der Bundesfinanzminister hat in den Verhandlungen des Vermittlungsausschusses und auch öffentlich erklärt, dass seine Experten im Bundesfinanzministerium die Verfassungsmäßigkeit geprüft haben. Auch das Bundesjustizministerium wird die Rechtskonformität ausgiebig geprüft haben. Darauf verlassen wir uns, denn es ist nicht ausgeschlossen, dass das Gesetz auch gerichtlich überprüft wird. Wir sind, Kollegin Höfken hat es erwähnt, weit davon entfernt, alle Maßnahmen auf den Weg gebracht zu haben, um 100% Klimaneutralität in nur 30 Jahren. Das Jahr 2050 hört sich weit weg an, aber 30 Jahre sind ziemlich kurz, wenn man einen völligen Systemwechsel erreichen will, das hinzubekommen. Wir haben übrigens auch ein ambitioniertes Zwischenziel in 2030, das übrigens in der Europäischen Union gerade von 40% auf 55% CO2-Reduktion angehoben wird. Also wir haben noch viel vor uns. Aber wir machen heute einen entscheidenden Schritt, um ein wichtiges, manche sagen sogar das zentrale Instrument für mehr Klimaschutz scharf zu stellen. Ich habe ja subtil darauf hingewiesen, dass gerade die grünen mitregierten Länder an diesem Ergebnis lange gearbeitet haben. Und natürlich ist klar, dass manchen das auch noch nicht weit genug geht, dass es auch gute Gründe dafür gibt, dass man da auch weiter ambitioniert dranbleiben muss. Aber ich will das nochmal sagen, wir haben uns am Ende auf etwas geeinigt, wo wir uns auf einen gemeinsamen Weg begeben. Und sowas
gelingt nur in einer politischen Kultur, in der Kompromisse nicht als Einknicken diskreditiert werden und wo sich alle davon leiten lassen, am Ende Entscheidungen an der Sache zu orientieren. Und das ist ungeachtet unterschiedlicher Positionen am Ende eine gute Nachricht. Vielen Dank. Besten Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ausschussberatungen haben nicht stattgefunden. Ein Antrag auf Anrufen des Vermittlungsausschusses liegt nicht vor. Daher stelle ich fest, dass der Bundesrat zu dem Gesetz den Vermittlungsausschuss nicht anruft.